Hallo und herzlich willkommen zur Kannstadt Study Hour. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen gemeinsam das Wort Gottes studieren. Einige weitere Verse im Galaterbrief und dort im dritten Kapitel, in dem wir weitergehen in diesem Lektionsheft, das Evangelium im Galaterbrief. Die heutige Lektion heißt der Vorrang der Verheißung. Der Vorrang der Verheißung. Und wir beginnen gleich in Galater 3. Ab Vers 15. Wir wollen heute Galater 3, Vers 15 bis 20 studieren und Vers für Vers auslegen. In Galater 3, Vers 15, da lesen wir, Brüder, ich rede nach Menschenweise. Sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verordnet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Paulus gibt jetzt hier ein Beispiel aus der menschlichen Erfahrungswelt. Und das ist so ähnlich wie in Römer 6, Vers 19. In Römer 6, Vers 19, da sagt er uns, ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Paulus sagt, dass er manchmal wegen der Schwachheit des Fleisches, wegen der Schwachheit des Glaubens in menschlichen Worten reden musste. Dinge, die aus der natürlichen Welt deutlich gemacht werden konnten. Jesus hat ziemlich ähnliche Dinge getan. Er hat den Menschen, die das Evangelium nicht direkt verstanden haben, durch Gleichnisse und durch Parabeln versucht zu zeigen, was er ihnen mitteilen wollte. Und so nimmt der Paulus hier ein Gleichnis. Ähm, in Galater 3 Vers 15. In Galater 3 Vers 15 sagt er Brüder, ich rede nach Menschenweise, sogar das Testament eines Menschen hebt niemand auf oder verortet etwas dazu, wenn es bestätigt ist. Paulus spricht von einem Testament. Und er sagt, wenn der Mensch, der das Testament gemacht hat, stirbt, dann kann niemand dieses Testament noch ändern. Niemand kann nach dem Tod, des, der das Testament gemacht hat, noch etwas hinzufügen oder etwas aus dem Testament herausstreichen oder irgendetwas modifizieren im Testament. Und Paulus möchte das anwenden auf den neuen Bund. Schauen wir ganz kurz noch einmal, was die Bibel dazu sagt. In Hebräer 9 und dort ab Vers 15. Hebräer 9 und dort Vers 15 bis 18. Die Bibel sagt, Darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene Erbe empfangen. Vers 16. Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Vers 17. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, da es keine Gültigkeit hat. Solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat, daher wurde auch der erste Bund nicht ohne Blut eingeweiht. Nun, was die Bibel hier sagt, sind mehrere Dinge. Erstens war das war der neue Bund, den Jesus gemacht hat, erst gültig ab dem Kreuz. Er war vorher als Verheißung, als Versprechen schon dort, aber tatsächliche Kraft und Gültigkeit hatte er erst mit dem Kreuz. Schauen wir ganz kurz, was er hier sagt in Vers 15. Er sagt, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen. Wir werden gleich noch genauer darüber sprechen, warum es den ersten Bund überhaupt geben musste und wie dann der zweite Bund damit in Verbindung steht. Wann ist der neue Bund eingesetzt worden? Schaut mit mir in Matthäus 26. Matthäus 26, Vers 26 bis 28. Matthäus 26, Vers 26 bis 28, die Bibel sagt, als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen, brach es, gab es den Jüngern und sprach, nehmt es, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen worden ist, vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus setzt bei der Einsetzung des Abendmahls gleichzeitig auch den neuen Bund ein. Und er wird wenige Stunden später am Kreuz sterben. Das heißt, das Testament des neuen Bundes kann nicht mehr geändert werden nach dem Kreuz. Mit der Kreuzigung tritt der Neue Bund definitiv in Kraft. Und das hat eine ganz praktische Anwendung für alle diejenigen, die sich unsicher sind in Bezug auf den Sabbat und den Sonntag. Alle Texte, die von Vertretern der Sonntagsheiligung ins Felde geführt werden aus der Bibel und die beweisen sollen, dass angeblich... Der Samstag in den Sonntag geändert worden ist unter dem neuen Bund finden sich alle nach der Kreuzigung. Wir haben gerade gelernt und Paulus macht das ganz deutlich, dass wenn das Testament gültig ist und der, die Person stirbt, dass niemand nach dem Tod der Person das Testament wieder ändern kann. Das heißt, dass der neue Bund ist abgeschlossen, ist definiert am Tag der Kreuzigung. Alles, was nach der Kreuzigung neu hinzukommen wollte, kann nicht mehr in den neuen Bund mit eingeschlossen werden. Und zur Zeit der Kreuzigung war der Sabbat nicht in den Sonntag geändert worden. Und ist auch nie geändert worden. Das heißt, diese De Debatte, die darüber geführt wird, entbehrt eigentlich jeglicher Grundlage, wenn man das den neuen Bund und die Dinge, die damit zusammenhängen, wirklich versteht. Gehen wir noch einmal zurück zu Hebräer 9, Vers 15 bis 18. Hebräer 9, Vers 15 bis 18. Die Bibel sagt in Vers 16: Denn wo ein Testament ist, da muss notwendig der Tod dessen eintreten, der das Testament gemacht hat. Denn ein Testament tritt auf den Todesfall hin in Kraft, das keine Gültigkeit hat, solange derjenige lebt, der das Testament gemacht hat. Das heißt, alle Erlösung war erst vollständig gültig, nachdem Jesus gestorben war. Wir haben bereits in den vergangenen aus studiert, dass Abraham und all die Helden Glaubenshelden des, neuen, äh, des Alten Testamentes erlöst wurden auf Versprechungen, auf Verheißungen. Und das ist ja auch das Thema der heutigen Lektion, der Vorrang der Verheißung. Aber die Gültigkeit des neuen Bundes begann mit dem Kreuz. Nun, gehen wir zurück zu Galater 3 und dort Vers 16. Galater 3, Vers 16. Paulus nimmt dieses Bild von dem Testament, das nicht geändert werden kann durch den Tod und sagt jetzt in Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. Es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinem Samen und dieser ist Christus. Nur das Versprechen des neuen Bundes und das ist etwas, was wir in den letzten Wochen immer und immer wieder schon ausführlich studiert haben, das Versprechen des neuen Bundes, ging schon an Abraham, es war schon immer da, es ging ja schon viel früher los. Wir wissen, dass all diese Verheißungen letztendlich eine Wiederholung waren dessen, was bereits Adam gesagt worden ist. In 1 Mose 3, Vers 15, in 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir, dass Gott sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen. Die Bibel beschreibt hier ganz deutlich, wie Gott den neuen Bund, den Samen der Verheißung einsetzt. Und diese Verheißungen sind dem Abraham immer wieder und immer wieder wiederholt worden. Zum Beispiel in 1. Mose 12, Vers 3 und 7. 1. Mose 12, Vers 3 und 7. Die Bibel sagt hier, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Vers 7, da erschien der Herr dem Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben und er baute dort den Herrn, dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und wir haben studiert und wissen, dass dieses Land, das dem Abraham gegeben werden sollte, ein Hinweis war auf das ewige, auf das ewige Jerusalem, auf die neue Erde. Die Verheißung des Abrahams war keine Verheißung eines großen Volkes Israel nach dem Fleische, sondern die Verheißung einer großen Schar von Gläubigen, die auf der neuen Erde gemeinsam mit Jesus leben sollten. Und die Idee des Glaubens wurde ausgedrückt durch diesen Gedanken von dem Samen. Und in 1. Mose 13 Vers 15 und 16 finden wir weitere Hinweise darauf. 1. Mose 13 Vers 15 und 16. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Wer ist dieser Same? Paulus zitiert in Galater 3, Vers 16 eine ganz bestimmte Verheißung, die dem Abram gegeben worden ist. Paulus zitiert in Galater 3, nicht aus 1. Mose 12 und nicht aus 1. Mose 13, sondern aus 1. Mose 22. 1. Mose 22, da lesen wir in Vers 16 bis 18. 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Na Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner feinen Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam gewesen, gehorsam warst. Und Paulus beobachtet als genauer Bibelstudent etwas sehr Wichtiges in diesem Text. Er hat den Vorteil, dass er hebräisch kann, dass er die hebräische Grammatik aus dem FF kennt. Und er beobachtet hier in 1. Mose 22 etwas, was man nicht in allen Verheißungen sehen kann. Er beobachtet hier, dass der Same, sagt er dann in Galater 3 Vers 16, dass der Same hier nicht im Plural steht, sondern im Singular. Können wir das noch mal nachlesen? Wenn ihr euren Finger in 1. Mose 22 lasst, können wir noch mal zu Galater 3 gehen. In Galater 3 Vers 16 heißt es: Es heißt nicht und den Samen als von vielen, das wäre Plural, sondern als von einem und deinem Samen. Und Paulus erkennt darin die Verheißung, um die es eigentlich wirklich geht. Der Same Singular bezieht sich auf Jesus Christus. Es ist natürlich der Same, der schon in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt worden war. Und der in all den Verheißungen immer und immer wieder als der kommende beschrieben wird. Und in diesem Samen werden alle Völker der Erde gesegnet alle Familien der Erde gesegnet. Es ist Christus und nicht die Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, die den Segen bringt für alle Menschen. Und wir haben es bereits studiert und wissen, das erste Mose 22, das Kapitel, aus dem der Paulus hier speziell zitiert, dass dieses Kapitel eine besondere Typologie ist, eine besondere, ein besonderes Gleichnis auf das Erlösungswerk durch Jesus Christus. Und wer das noch weiter studieren möchte, kann ja noch einmal... Das Zusatzmaterial zur ersten Lektion des dritten Quartals auf unserer Internetseite anschauen und dort durchstudieren, wo wir Vers für Vers durch 1. Mose 22 gehen und zeigen, wie die einzelnen Verse und Ideen dort in der Geschichte symbolhaft das Werk von Jesus für unsere Lösung darstellen. Und Paulus, Verzeihung, und Abraham hat das genau so verstanden. Abraham hat gewusst, dass das, was dort in 1. Mose 22 passiert ist, ein Vorbild war auf Jesus Christus. Wir wissen das aus 1. Mose 22, Vers 14. In Vers 14 lesen wir, und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man auch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Er nennt den Ort nicht, der Herr hat für mich gesorgt, er hat einen Witter bereitet, sodass ich nicht meinen Sohn opfern musste, sondern er sagt, der Herr wird dafür sorgen in der zukunft abraham verstand dass das eigentliche ereignis um das es ging noch gar nicht stattgefunden hat auf dem berg moria dass auch dieses wunder dass dieser witter dort gefunden werden konnte dass der engel vom himmel ruft dass all dies nur der schatten des eigentlichen ereignis war und er sagte herr wird sich ein opfer ersehen es wird noch kommen und jesus hat das genau so verstanden und erklärt in johannes 8 Vers 56. In Johannes 8, Vers 56 sagt die Bibel, Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Abraham sah das Erlösungswerk durch Jesus Christus. Abraham sei Jesus im Glauben und in diesem Samen Sagt die Bibel, werden alle Familien der Erde gesegnet, werden alle Völker der Erde gesegnet. Dieser Same wird der Schlange den Kopf zertreten. Und die Bibel sagt auch in 1. Mose 22, Vers 16, Verzeihung, Vers 17, Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor deiner, seiner Feinden Besitz nehmen. Es geht hier um den Sieg. In der hebräischen Denkweise, bedeutet es, wenn man das Tor der Feinden besitzt nimmt, dass man sie besiegt. Es geht nicht einfach nur um Vergebung, es geht um Sieg über die Sünde, es geht um Sieg über die Feindschaft gegen Gott, es geht um Sieg, um ein siegreiches Leben, das möglich ist in diesem einen Samen in Christus. Und so macht die Bibel ganz deutlich, dass schon Abraham, und das haben wir schon mehrmals deutlich studiert, wir haben gerade in der letzten Woche eine ganze Katschatzadiao dazu verwandt, um das zu zeigen, dass Abraham das gleiche Evangelium geglaubt hat, wie du und ich, wenn wir der Bibel folgen. Gehen wir zurück zu Galater 3 und dort Vers 17. Galater 3, Vers 17 und Paulus sagt jetzt hier Folgendes und das ist sehr interessant. Das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Nun, hier haben wir die Gelegenheit, ein wenig biblische Chronologie uns zu überlegen und darüber nachzudenken. Die Bibel sagt, dass zwischen der Verheißung an Abraham und dem Gesetz, der, dem Geben des Gesetzes, und das bezieht sich ja offensichtlich auf den Berg Sinai, 430 Jahre dazwischen liegen. Und genau das sagt auch die Bibel in 2. Mose 12, Vers 40 und 41. 2. Mose 12, Vers 40 und 41, dort sagt die Bibel, die Zeit aber, welche die Kinder Israels in Ägypten gewohnt hatten, betrug vier... 430 Jahre. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren. Ja, es geschah an eben diesem Tag. Da zog das ganze Herr des Herrn aus dem Land Ägypten. Und wir wissen nur wenige Monate später, einige Wochen später, kam das Volk zum Berg Sinai und bekam dort das Gesetz. Nun, interessanterweise sagt die Bibel allerdings in 1. Mose 15 etwas, was wir jetzt in Harmonie damit bringen wollen. In 1. Mose 15. Vers 13, 1 Mose 15, Vers 13, dies ist zur Zeit Abrahams, eine der Verheißungen in Abraham, und die Bibel sagt, da sprach er zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört, und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Nun, zur Zeit dieser Verheißung, waren es bis zur Befreiung noch 400 Jahre. Aber die Bibel sagt, die Gesamtzeit der Sklaverei betrug 430 Jahre. Aber zu diesem Zeitpunkt Abrahams waren es nur noch 400 Jahre. Das sagt uns zwei Dinge. Erstens zählt die Bibel offensichtlich auch die Wanderschaft des Abraham und des Isaac und des Jakobs in der Fremdlingschaft zu dieser Zeit der Sklaverei im weitesten Sinne. Denn auch zu dieser Zeit gehörten diese Gebiete in Kanaan äh, politisch zu Ägypten. Zweitens können wir daraus lernen, dass diese Geschichte in 1. Mose 15 30 Jahre nach der ersten Verheißung gegeben worden ist. Offensichtlich ist die erste Verheißung, mit der dieses Testament auf Christus hin bestätigt wurde, die in 1. Mose 12. 1. Mose 12, Vers 1 bis 3 und dann Vers 7. Da wird zum ersten Mal von diesem Samen gesprochen. Und offensichtlich ist das der Zeitpunkt, von dem die 430 Jahre ab, äh, losgehen und dann beim Auszug aus Ägypten enden. Und 30 Jahre danach spielt 1. Mose 15. Das also zur biblischen Chronologie. Es zeigt also, dass obwohl der Paulus aus 1. Mose 22 wörtlich zitiert, er bereits alle anderen Verheißungen, die vorher schon gegeben worden sind, in 1. Mose 15, in 1. Mose 13, in 1. Mose 12, ebenfalls eindeutig auf Christus bezieht. Das heißt, alle Verheißungen im Leben Abrahams beziehen sich immer auf Christus und die erste gibt den Startpunkt für die 430 Jahre und 430 Jahre später kommt das Gesetz. Lesen wir noch einmal, erste in Galater 3, Vers 17, er sagt, das aber sage ich, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigtes Testament wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht. Und hier ist sein Gedanke. Er sagt, lieber Galater, ich kam zu euch, um Christus zu predigen. Und jetzt kommen diese Irrlehrer, die sagen, Christus ist unwichtig. Hauptsache man hält das Zeremonialgesetz, so wie es dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben worden ist. Und was er den Galatern sagen möchte, schaut her. Das Alte Testament, auf das sich die Irrlehrer ja auch berufen, sagt eindeutig, dass das, was ich euch gepredigt habe, dass der neue Bund, Christus, das ewige Evangelium, 430 Jahre älter ist als der alte Bund. Dieser Vers zeigt eindeutig, dass der neue Bund älter ist als der alte. Wir haben es schon öfter angedeutet, aber hier wird es unmissverständlich. Denn die Verheißungen an den Abraham sind ohne jeden Zweifel der neue Bund. Es geht hier um Christus. Paulus sagt ganz deutlich, dass es sich in Vers 16 sagte, das, dass das sich auf Christus bezieht, was dem Abraham gesagt worden ist. Das heißt, die Verheißungen an Abraham gehören Christus. Sie gehen auf Christus hin. Der alte Bund, der ohne Zweifel erst am Berg Sinai gemacht worden ist, sagt Paulus eindeutig, ist 430 Jahre später entstanden. Das heißt, zwischen dem neuen Bund und dem alten Bund, Bestehen mindestens über 400 Jahre. Und wir wissen ja, der neue Bund geht zurück eigentlich nach Eden. Das heißt, der alte Bund war nicht existent zur Zeit von Abraham. Als Abraham lebte, als Noah lebte, als Henoch lebte, da gab es im Wesentlichen nur den neuen Bund. Der alte Bund kam später hinzu und wir werden gleich sehen, Warum? Schauen wir gemeinsam in Vers 18. Es heißt hier, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, dem Abraham aber hat es Gott durch Verheißung geschenkt. Nun, der Paulus macht etwas ganz deutlich. Wenn das Erbe, das heißt die Erlösung, die Verheißung des Heiligen Geistes, und so weiter. Wenn das durch das Gesetz käme, das dem Volk Israel am Berg Sinai gegeben worden ist, dann wäre Abraham nicht gerechtfertigt werden können, hätte er nicht gerechtfertigt werden können. Und das drückt er auch aus im Brief an die Römer, in Römer 4 Vers 13. Römer 4 Vers 13. Dort sagt die Bibel, denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Nicht durch das Gesetz. Paulus ist sehr, sehr deutlich, sondern durch die Verheißung. Unser Thema ist ja der Vorrang der Verheißung. Die Bibel macht ganz deutlich, dass das Entscheidende zur Erlösung das ist, dass ich dem Wort Gottes in seinen Verheißungen und Versprechungen glaube. Glaubst du den Verheißungen und Versprechungen des Wortes Gottes oder zweifelst du daran? Die Erlösung, so macht es ganz deutlich, kommt durch den Glauben und nicht durch den Zweifel. Das ist nur ein kleiner Nebenpunkt hier. In Galater 3, Vers 26. Galater 3, Vers 26. Dort sagt die Bibel, denn ihr seid alle durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Und der Paulus macht diesen Punkt sehr, sehr deutlich. Er möchte zeigen, dass jeder Mensch durch Christus allein gerechtfertigt und erlöst wird. Und das ist der Grund, warum er das tun möchte und warum er es durch das Alte Testament zeigen möchte. Die Galater wurden durch Bibelstellen des Alten Testamentes auf einen Irrweg gebracht und er zeigt jetzt genau mit ähnlichen Bibelstellen aus dem Alten Testament, wo die Wahrheit ist. Paulus gebraucht sozusagen die Waffen des Gegners im übertragenen Sinne. Er zeigt ganz deutlich, dass wenn man das ganze Alte Testament ernst nimmt, man nur zu dem Schluss kommen kann, zu dem der Paulus kommt. So oft geschieht es auch in unserer Gemeinde manchmal, dass bestimmte Textstellen aus der Bibel genommen werden, um dann Irrlehren zu unterstützen und zu begründen. Aber wenn man die Bibel so studiert, wie der Paulus sie studiert hat, erkennt man in jedem Buch der Bibel das wahre Evangelium, die Wahrheit, die uns allein retten kann. Schaut, man wir in Galater 3, Vers 10 ist etwas, was wir bereits letzte Woche studiert haben, in Galater 3 und dort Vers 10. Dort sagt die Bibel, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Wir haben letzte Woche studiert, dass der alte Bund ein Testament war, das lediglich gesagt hat, Tue das und du wirst leben. Der alte Bund hatte keine Möglichkeit der Vergebung. Er hatte nur gezeigt, was notwendig ist, um zu leben. Und da kein Mensch aus eigener Kraft diesen alten Bund halten konnte und der alte Bund aber auch keine Kraft anbot, ihn zu halten, war der alte Bund vor allem und eigentlich nur dazu da, jeden Menschen auf den neuen Bund zu weisen. Denn der alte Bund an sich selbst ist kein Problem. Das Problem ist, dass der Mensch den alten Bund nicht halten kann. Das ist das wahre Problem. Es gibt nichts Verkehrtes daran, Gottes Gesetze zu halten. Das Problem ist daran, dass niemand aus eigener Kraft Gottes Gesetz halten kann und bereits Gottes Gesetz gebrochen hat und nicht mehr zurück in die Vergangenheit kann. Das ist das Problem mit dem Alten Bund. Und so gab Gott den Alten Bund lediglich, um zu zeigen, jeder von euch braucht den neuen Bund, jeder von euch braucht Christus, um in Christus gehorsam sein zu können, um von Christus Vergebung bekommen zu können und so versteht er auch so müssen wir auch Galater 3 Vers 18 verstehen, denn wenn das Erbe durchs Gesetz käme, so käme es nicht mehr durch Verheißung, wenn es möglich wäre, dass wir durch den alten Bund gerettet werden können, dann wäre das auch geschehen, aber es ist nicht möglich, es geht nur durch die Verheißung, nur durch Jesus Christus. Und das wird ganz deutlich ausgedrückt in Galater 3, Vers 21. Es heißt hier in Galater 3, Vers 21, ist nun das Gesetz gegen die Verheißungen Gottes, das sei ferne. Wenn, denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Was Paulus sagen möchte ist, wenn es überhaupt, wenn es möglich wäre, dass man durch das Gesetz gerechtfertigt worden, kann gerechtfertigt werden kann, dann wäre Gott auch hätte Gott das auch gemacht. Die Tatsache, dass man nicht aus dem Gesetz gerechtfertigt wird, bedeutet nicht, dass das Gesetz schlecht ist oder minderwertig, sondern allein, dass die Natur des Gesetzes ihre Techn der, der, die technischen Eigenschaften des Gesetzes es unmöglich machen. Denn das Gesetz gibt lediglich die Regeln, es gibt lediglich die, den Maßstab. Paulus sagt, das Gesetz ist so gut. Es ist so richtig, es ist so wahrhaftig, es ist so unfehlbar, es ist so autoritativ, dass wenn es möglich wäre, dass dadurch sogar Leben gerettet werden könnte, es es auch tun würde. Das einzige Problem ist, dass ein Gesetz eben nicht für jemand anders sterben kann. Und deswegen kann, das, kann die Erlösung nicht aus dem Gesetz kommen, so gut das Gesetz auch ist. Sondern es brauchte jemand anderes. Es brauchte Christus, der für uns stirbt. Und der versucht, Gerecht werden zu wollen ohne Christus. Und das ist ja das Problem der Galater. Sie haben sich überreden lassen, dem Zeremonialgesetz zu folgen, damit sie nicht wegen dem Kreuz Jesu verfolgt wird. Das haben wir in Galater 6 studiert. Wir können es noch einmal lesen. In Galater 6, Vers 12. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christus willen verfolgt werden. Das heißt, jeder Versuch, das Gesetz zu halten und gerecht zu werden ohne Christus, um nicht verfolgt zu werden, ist der Versuch einer Unmöglichkeit. Paulus sagt, das Gesetz kann es nicht tun. Obwohl es so wunderbar ist, obwohl es so grandios ist, obwohl es so herrlich ist, aber es kann es nicht tun. Und deswegen muss die Verheißung den Vorrang haben. Allein durch die Verheißung war es möglich, dass alle Menschen gerettet hätten, gerettet werden können, wenn sie wollten. Nun. Schauen wir gemeinsam in Galater 3 Vers 19. Hier heißt es, wozu nun das Gesetz und das ist die Frage, die wir vielleicht mancher sich stellt, wozu kam dann 430 Jahre später das Gesetz? Wenn schon dem Abraham das neue das ewige Evangelium gepredigt worden ist, wenn schon Abraham den neuen Bund erlebt hat und gelebt hat, wozu noch dann am Berg Sinai den alten Bund? Und Paulus gibt uns den Hinweis. Er sagt, der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Nun, Paulus sagt, der Grund für den alten Bund ist Übertretung. Wovon? Es ist der Übertretung des neuen Bundes. Was war nochmal der neue Bund? Der neue Bund sind die Gesetze Gottes in meinem Herzen. Was ist Übertretung? Was ist Sünde? Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Und die zehn Gebote, haben wir gesagt, gehören zum neuen Bund. Was ist also passiert, als Gott am Berg Sinai die zehn Gebote auf Stein gab und das Zeremonialgesetz? Als Gott den Menschen geschaffen hatte, hatte er ihn geschaffen mit den zehn Geboten, im Herzen. Durch die Übertretung hatte sich der Mensch von Gott entfernt und jede Sünde verringert unser Bewusstsein für die Sünde. Je mehr wir sündigen, desto mehr stumpfen wir ab. Und was Gott machen musste, war, er musste einen Weg finden, um den Menschen wieder zeigen zu können, wie schlimm die Sünde ist und wie sehr sie eine Erlöser überhaupt nötig haben. Denn die Wahrheit ist ein Sünder, der in seiner Sünde immer mehr verharrt, versteht gar nicht, dass er einen... einen Erlöser braucht. Und so gab Gott aufgrund der Übertretung des neuen Bundes, gab er den alten Bund, um den Menschen zu zeigen, wie schrecklich die Sünde ist durch die Tieropfer und wie sehr sie einen Erlöser, ebenfalls durch die Tieropfer, wie sehr sie einen Erlöser nötig hatten. Gottes Plan war schon immer eigentlich, das war sein Plan A, Gottes Gesetz im Herzen des Menschen aber als der Mensch dieses Gesetz immer und immer und immer wieder übertrat hat Gott es deutlich gemacht indem er es in Stein hat eingraben lassen den Menschen vor die Augen gehalten hat seine sündhaftigkeit ihm bewusst gemacht hat und ihm gezeigt hat wie sehr er ein erlöser braucht dieser alte bund war nur ein wie wir gesagt haben nur ein hinweisschild ein wegweiser und niemand sollte diesem wegweiser stehen bleiben sondern jeder sollte den wegweiser sehen um dann zum neuen bund zurückzukehren im Wesentlichen ist der alte Bund ein Wegweiser, der gesagt hat, lieber Freund und liebe Freundin, du warst mal auf dem alten, auf dem neuen, Gott hat dich für den neuen Bund geschaffen, du hast den neuen Bund übertreten, kehre zurück zum neuen Bund. Und deswegen ist es so töricht, dass die Galater vom neuen Bund sich weg entfernten, um einfach nur den alten Bund halten zu wollen. Schauen wir gemeinsam in Hebräer 8, Vers 10 noch einmal, diesen Vers können wir mittlerweile vielleicht schon fast auswendig, aber es ist so wichtig, weil über den neuen Bund so viel Unsinniges im Umlauf ist. Hebräer 8, Vers 10 sagt, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will Ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Nur wenn wir den neuen Bund haben. Und nach dem neuen Bund leben, ist Gott auch wirklich unser Gott und wir sein Volk. Dann sind wir seine Kinder. Und was die Galater getan haben, indem sie so sehr den alten Bund betonten, obwohl er schon abgeschafft worden war, Christus ja gestorben war. Und indem sie dadurch den neuen Bund immer mehr unwichtig erachteten und ihn verließen, haben sie sich buchstäblich von Gott weg entfernt. Und das ist eine sehr traurige Sache. So oft geschieht es, dass wir uns von Nebensächlichkeiten, von Dingen, die keine Bedeutung mehr haben, so sehr gefangen nehmen lassen, dass wir uns Schritt für Schritt von Gott entfernen. Und Paulus war so besorgt um die Galater und ich glaube, er wäre auch besorgt um uns. Der neue Bund, von dem so viele reden und der so selten umgesetzt wird, ist Gottes Gesetze im Denken haben. Nach Gottes Gesetzen handeln, nach Gottes Gesetzen sprechen. Und nach Gottes Gesetzen entscheiden. Schauen wir noch einmal in diesen Vers in 2. Korinther 3. Wir haben ihn letzte Woche schon angeschaut. Mit diesem Wissen, was wir heute noch hinzugefügt haben, verstehen wir ihn noch besser. In 2. Korinther 3, Vers 7 bis 11. 2. Korinther 3, Vers 7 bis 11. Die Bibel sagt, wenn aber der Dienst des Todes. Durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war. Es geht hier um den Alten Bund. Und der alte Bund ist das, die zehn Gebote in Stein gemeißelt. Und die Bibel nennt es den Dienst des Todes. Warum? Weil, wie wir gesehen haben, das alte Test, der alte Bund lediglich dem Sünder sagen könnte, du bist sündig. Der Dienst des Lebens ist der neue Bund, denn der neue Bund bezieht sich auf Christus und sein Opfer, das uns Leben geben kann. Das Neue, das, der alte Bund konnte kein Leben geben, er konnte nur den Tod uns zeigen. Übrigens, der Tod entsteht ja nicht durch den alten Bund, sondern durch unsere Übertretung des neuen Bundes. Und der alte Bund zeigt uns nur, dass wir den neuen Bund übertreten haben. Dadurch ist der alte Bund der Dienst des Todes. Wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Kinder Israels nicht in das Angesicht Moses schauen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Paulus sagt hier, dass der alte Bund ein, ein, ein herrlicher war. Der Dienst des Todes war weit davon entfernt, irgendwie negativ zu sein. Es war überaus positiv. Wenn wir Dienst des Todes Lesen, glauben wir, das war etwas, was sowieso nicht besonders gut war und was zum Glück abgeschafft wurde. Aber Paulus sagt, dieser Dienst des Todes war herrlich. Warum? Weil er endlich dem abgestumpften Sünder seine Notwendigkeit zeigte, Christus nachzufolgen. Wie herrlich ist es, wenn uns die, wenn uns die Bibel unsere Sünde zeigt. Es tut zwar weh, es fordert uns heraus, es drückt auf unseren Stolz, aber wie herrlich ist das? Denn dadurch können wir zum Leben kommen. Wir können dadurch noch nicht das Leben bekommen. Aber wir können zum Leben kommen, indem wir uns zu Christus, zum neuen Bund bewegen. Der alte Bund war herrlich. Er war, konnte kein Leben geben, aber er war herrlich und war wirklich nach Gottes Plan. Und dann sagt er aber in Vers 8, wie sollte dann nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein, wenn schon der alte Bund, der uns die Sünde aufzeigt, wenn schon die zehn Gebote auf Stein und sagen, so solltest du sein, wenn das ein herrlicher Dienst ist, etwas, was uns, was wirklich Gottes Charakter deutlich darstellt, umso herrlicher ist dann der Dienst des Geistes, der Dienst des neuen Bundes, der Dienst des Lebens, denn der Geist bringt das Leben. Was der Paulus sagt ist, das, was Jesus in meinem Herzen und in deinem Herzen tun möchte, ist weitaus herrlicher noch als das, was die Israeliten sahen, als Mose vom Berg Sinai kam und so gestrahlt hat, dass man eine Decke über sein Angesicht legen musste. Es ist so viel herrlicher, was Jesus in unserem Herzen tun möchte. Vers 9. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Diese Herrlichkeit, die wir erleben können, wenn Christus in unser Herz scheint, wird so überfließend sein, dass sie andere ansteckt. Vers 10, ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Könnt ihr sehen, wie der Paulus kaum Worte findet, um den neuen Bund zu beschreiben. Er erhöht den alten Bund und sagt, wie wichtig der war und wie großartig der war. Aber dann zeigt er, wie unübertroffen der neue Bund ist, der nicht nur uns zeigt, dass wir Sünder sind, sondern auch, wie wir wieder gerecht vor Gott sein können durch Glauben an das, was Jesus für mich und für dich getan hat. Vers 11, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Der Gedanke ist, der alte Bund war nur für eine kurze Zeit da, für einige hunderte Jahre, vom Sinai bis zum Kreuz. Und es war herrlich, es war Gottes Plan, es war keine, 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 keine Nebensächlichkeit. Der alte Bund war von Sinai, bis zum Kreuz. Gottes auserwählter Plan für, um den Erlösungsplan deutlich zu machen. Es war nicht der Erlösungsplan in sich selbst, sondern es war der Weg, um auf den Erlösungsplan hinzuweisen und die Verheißung zu geben und die Verheißung zu bestätigen. Aber er wurde weggetan, der alte Bund. Denn mit dem Kreuz war alles getan, was notwendig war. Um dir und mir zu vergeben. Und diese Vergebung wird angewendet und umgesetzt und ausgeführt im himmlischen Heiligtum. Aber wenn dieser alte Bund, der die Gesetze in Stein geschrieben hatte und den Sünder deutlich machte, du bist sündig, wenn dieser Bund so herrlich war und weggetan wurde, wie viel herrlicher ist der neue Bund, der in alle Ewigkeit besteht, der nicht weggetan wird, weil er der eigentliche Bund ist, der wirkliche Bund, wie viel herrlicher ist das? Wie viel mehr sollten wir uns damit beschäftigen, mit dem, wie Gott mit seinem Geist seine Gesetze in, unseren, in unser Denken, in unseren Sinn schreiben möchte? Gehen wir zum Abschluss unserer Kanzl zurück zu Galater 3 und dort Vers 20. Galater 3, Vers 20, die Bibel sagt, dass dieses, wir haben ja in Vers 19 gelesen, dass dieses Gesetz in die Hand eines Mittlers übergeben worden ist. Und hier sagt die Bibel in Vers 20, ein Mittler aber ist nicht Mittler von einem. Gottes aber ist einer. Was die Bibel damit meint ist, wenn es einen Mittler gibt, dann gibt es nur dann einen Mittler, wenn es dort zwei Parteien gibt. Es gibt keinen Mittler von ein und derselben Partei. Wenn alle sich einig sind, braucht man keinen Vermittler. Die Bibel sagt, dass es nur einen Mittler gibt in der Bibel. Und zwar in 1. Timotheus 2, Vers 5. 1. Timotheus 2 Vers 5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und wenn Jesus Christus ein Mittler genannt ist, dann bedeutet es, dass es dort zwei Parteien geben muss, denn nur wenn es zwei Parteien gibt, die miteinander nicht ganz einig sind, kann es einen Vermittler geben und diese beiden Parteien werden ganz klar durch etwas getrennt und das ist die Sünde. In Jesaja 59 Vers 2. Lesen wir Jesaja 59, Vers 2, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Durch die Sünde gibt es zwei Parteien. Gott und den sündigen Menschen. Und der Mittler kommt, um diese beiden wieder zu versöhnen, um Harmonie wiederherzustellen. Denn den Mittler braucht es nur, wenn es keine Harmonie gibt. Die Will sagt in Galater 3 Vers 20, dass Gott einer ist, das heißt Gott selbst ist so harmonisch in sich selbst, dass er selbst keinen Vermittler braucht. Warum ist das so? Warum braucht Gott für sich selbst, für die drei Personen der Gottheit keinen Mittler? Und das ist der Grund. 1. Johannes 4 Vers 8, Und dieser Gedanke ist sehr sehr interessant. In 1. Johannes 4 Vers 8 lesen wir einen Vers, den wir gut kennen. Die Bibel sagt: Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Die Bibel sagt, Gott ist einer und Gott ist Liebe. Die Liebe führt dazu, dass sie voll diese drei Personen der Gottheit, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, eine völlige Einheit haben. Sie kommt durch die Liebe. Aber was ist Liebe noch einmal? Liebe wird definiert in der Bibel als in Römer 13 Vers 10. Römer 13 Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Warum gibt es völlige Harmonie in der Gottheit? Weil die, sie alle drei die Liebe sind und die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Warum gibt es Disharmonie zwischen dem Menschen und Gott? Weil der Mensch das Gesetz Gottes übertreten hat und die Sünde ihn von ihm trennt. Sünde ist der entscheidende Punkt der Trennung von Gott und Gesetzeserfüllung, der entscheidende Punkt der Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott, Harmonie innerhalb der Gottheit ebenfalls, ist nur möglich durch ein Erfüllen und ein Handeln nach den Gesetzen Gottes, die ja letztendlich nur seinen Charakter beschreiben. Und das macht deutlich, dass es nur möglich ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben, wenn man auch seinem Gesetz folgt. Wer ist dieser Mittler, der zwischen den beiden Parteien, zwischen dem sündigen Menschen und Gott, wieder Harmonie herstellen möchte? Die Bibel sagt ganz deutlich, es ist Christus und durch seine Vergebung können wir Frieden haben. In Römer 5 lesen wir Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er macht aus beidem wieder eins. Er, dessen Name Immanuelis, wir haben es schon öfter angesprochen, Gott mit uns. Jesus wurde so im alten Bund dargestellt. Der alte Bund war dazu da, um den Menschen zu zeigen, im Heiligtumsdienst. Denn das ist ja der alte Bund. Der alte Bund ist der Heiligtumsdienst. Aber der Heiligtumsdienst war nichts weiter als Immanuel, Gott mit uns. Der Heiligtumsdienst an sich konnte niemanden erlösen. Aber ist deswegen der Heiligtumsdienst schlecht gewesen? Nein, Paulus sagt, der Heiligtumsdienst war herrlich. Denn er wies in jedem einzelnen Detail, in jeder Vorschrift immer auf den wahren Immanuel hin, der kommen sollte, der nach der Verheißung, an die schon der Vater Abraham geglaubt hatte, 430 Jahre vorher. Es war nur eine Der alte Bund war eine Verdeutlichung, eine Präzision der uralten Verheißungen. Ein ganz konkreter Wegweiser auf das Ziel hin und das Ziel aller Sachen war Christus. Der alte Bund beschreibt Jesus, wie er vermitteln wird. Der neue Bund vermittelt. Im neuen Bund vermittelt Christus tatsächlich. Der alte Bund ist die Beschreibung dessen, was Christus tut. Der neue Bund ist das Wirken Christi. Der alte Bund beschreibt die Erlösung, der neue Bund ist die Erlösung. Der alte Bund zeigt die Notwendigkeit des Gesetzes Gottes, der neue Bund schreibt Gottes Gesetz in mein Herz. Das ist das Verhältnis zwischen altem und neuem Bund. Praktisch ausgedrückt, der alte Bund ist wie das Lesen der Bibel. Der neue Bund ist wie das Lesen der Bibel und durch den Geist Gottes das Ausführen dessen, was die Bibel sagt, wenn das Wort Gottes Gestalt gewinnt in mir. Wonach möchtest du leben? Möchtest du nach dem leben, was im alten Bund beschrieben ist, oder nach dem, was im neuen Bund beschrieben ist? Beides gehört zusammen. Aber wenn, die, wenn du so wie die Galater den neuen Bund beiseite schiebst und dich an Regeln und Formeln hältst, ohne das Wesen dahinter zu erfassen, ohne den ganzen Geist dessen zu erkennen, was Gott in seinem Wort hat niederschreiben lassen, dann entfernst du dich von Gott. Alles, was wir tun, alles, was wir lesen, alles, was wir studieren, muss immer auf Christus hinweisen und auf seine Erlösung. Und das ist der wahre neue Bund. Und das allein befähigt uns, gehorsame Kinder Gottes zu sein. Möge Gott uns dabei helfen, ist es nicht auch dein Wunsch, diese Verheißung, die schon dem Abram gegeben worden ist, in deinem Leben umzusetzen. Gott segne dich dabei. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder zuschaltet, wenn wir die nächsten Verse anschauen werden in Galater 3 in der nächsten Folge der Kanstadt Study Hour. Und auch das wird dann sehr, sehr spannend werden, einige der meist missverstandenen Verse im Galaterbrief überhaupt, wenn wir dann gemeinsam studieren und mit dem, was wir jetzt in den letzten Wochen bereits an Basis gelegt haben, wenn wir dort ein gutes Fundament haben, um die biblische Wahrheit sehr präzise herausstellen zu können. Gott segne euch in eurem Studium und bis nächste Woche. Amen.